Hey, ich war heute unterwegs und habe ich was super Tolles gefunden bei Toys R Us, und zwar Frankie und Jackson Picknick Set Zweierpack. So cool. Hier. Die sind so toll. Und ja, ich packe die jetzt für euch aus und dann kommt die Review. Und hier sind die beiden jetzt ausgepackt. Kommen wir wie immer zuerst zur Verpackung. Hier oben sind so schöne Streifen. Karo muss dann. Hier sind dann Frankie und Jackson in Comic. Den ist voll schön so romantisch am Friedhof. Hier sind dann nochmal Jackson und Frankie. Hier steht es auch. Und ja, das Pack gibt es nur bei Toys R Us. Also geht hin, ne? So, an Zubehör. Mal wieder ein Kamm. Gab es ja schon jetzt schon länger nicht mehr bei den kleinen Packs, bei den großen. Doch, glaubt man, ja. Dann zwei Trinkflaschen. Einmal pink und einmal blau. Einmal Frankie, einmal Jackson. Dann ist hier so ein kleiner Picknickkorb in Silber. Ist ja gleich wie bei Rotwölfchen, bei der Märchenserie von Claudine. Nur halt in Silber. Und zwei Schleimtörtchen. Ich schätze mal. Wieder so ein Spinnen drauf. Und ja. Dann kommen wir hier zu Jackson. Der hat seine gelb-schwarzen Haare und da natürlich auch sein Piercing. Da oben hat er dann eine gelbe Nerd-Brille. Seine gelbe Nerd-Brille. Dann ein cooles T-Shirt, wer mit Ying und Yang-Style, in Blau und Grün. Eine silberne Jacke mit Schachmuster und grünen Streifen. Die finde ich eigentlich immer sau cool. Dann hat er eine coole gelbe Hose an. Wie so eine Röhrchen ist das. Natürlich hat er hier auch seine Handgelenke. Wie bei den neueren Männern. Also die gelbe Röhrenjeans. Und graue Schuhe mit grünen Yin und Yang Zeichen. Ich finde ihn irgendwie toll, ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht beschreiben, ich finde ihn besser als den Basic. Ja, hier ist Frankie. Ich liebe Frankie. Also normal bin ich gar nicht so ein Frankie-Fan, aber bei der Frankie denke ich mir einfach nur, boah, geil. Die hat ihre normal silberschwarzen Haare, also weiß-schwarz. Aber hier alles gelb. So geil. Dann hat sie noch blau, Limette oder gelb, gelben Lidschatten und pinke Lippen. Wirklich wunderschön. Die hat auch gelbe Blitzohrringe. Die hat auch so eine kleine graue Stoffjacke. Wirklich schön mit Nähten an der Seite und pink. Die ist wirklich schön, also wirklich modern alles. Ich finde es so cool. Dann hat sie ein Kleid oben. Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall diese hier, die sind so cool. Auch voll modern. Eine gelbe Schleife ist dran. Oben ist grau, unten ist blau. Wieder mit so Narbennähten oder so. Und hier, sie hat schwarze Schuhe. Mit pink unten. Das sind die gleich wie bei Schools Out Serie, aber so finde ich sie aber cooler, interessanter. Und ja, auch Nähte sind drauf. Und was saugeiles bei dem Set. Sie haben Ständer. Ein Männer- und ein Frauenständer für den Mann und für die Frau. Ja. Natürlich ist das Set ein bisschen teuer. Also es hat 44 Euro gekostet. Vielleicht in einem halben Jahr kostet es nur 29 oder was weiß ich nicht. Aber ich muss das einfach mitnehmen. Ich weiß nicht, ich finde Frankie aus dem Set so besonders und ich finde Frankie normal nie so wow. Aber in diesem Set ist sie einfach so wunderschön und sie hat so weiche Haare. Wirklich. Und ja. Jax muss man sowieso haben. Und ja, das war's schon. Bis zur nächsten Review. Ciao.